einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Ui, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! Und damit herzlich willkommen zurück zum sechsten Teil von Assassin's Creed Syndicate. Wir wohnen gerade drauf. Wir müssen ihn jetzt verfolgen. Aber er ist klein, er ist schnell, er ist gewiss, er kennt sich hier besser aus als wir. Ja, es wird schwierig, den Lied zu verfolgen. Aber wir werden uns das natürlich sehen. Es hört sich ganz gut aus, wir sind immer näher. Fein, du kleiner Verbrecher! Oh. Halt es! Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet! Reicht dir die Zügel die Scheiße aus dir raus! Nein, Zurückhaltung! Ich seh die Eingeweide auf! Er kann euch nicht alle ausschalten! Exzellent! Was hat London sonst noch zu bieten? Etwas zu plündern? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern, nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Das hat doch gerade zu noch einen. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Ah, hier tuschelt einer gerade. Ob das jetzt einer Coach oder einer. Schnell hoch. Oh, Jacob. Lass uns euch die Butter von mir. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oldbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Daher auch genug. Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Okay. Unser erster Aufstiegspunkt müssen wir hier hin. Jetzt nimmt das Spiel langsam Assassin's Creed-übliche Schemen an. Aber eine interessante Idee, eine eigene Gang aufzubauen. Die Gang in New York machen wir dann hier in London. Die Roots. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil.
Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks? Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Die findet den noch gut. Mr. Green. Von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance, einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Na, ich bin immer ein bisschen schneller, ja? Langsamer. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Aha, ein Kellogg's Gang ist in der Nähe. Geworden. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Jetzt aber schnell. Wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Gut, ich steuere die Kutsche. Auf geht's. Ja, Grünlage. Ach so, wir hauen uns. Gut, so geht's hier. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Das wird Kellogg bereuen. Sie sind weg. Dann also zurück zu Mr. Green. Ei, ei, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Kriege übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Braves Mädchen. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Ja gut, bist hier mitgenommen, ist sie schon. Hat aber uns gut genug zu erwiesen. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern.
Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Okay. Sequenz 3. Irgendwo, wo es grün ist. Winzig. Herausforderung vor Eevee ankommen. Haben wir geschafft. Ja, 410 Pfund und 250 Erfahrungspunkte. Fand ich auch nicht schlecht. Hat mir auch gut gefallen. Bewerte ich auch mit 4 Sterne. So ist schön. Die Karte von London. Drücken Sie ja, das Touchpad oder das Touchfeld, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Jo, klingt sinnig. Whitechapel, Gang-Anführer Rexford Kaylock, aktiv. Okay, hier haben wir quasi also unser erstes Gebiet. Das sind Geschäfte. Hier haben wir Harold Drake, empfohlenes Level 2. Das ist Sequenz 3. Eberline nehmen wir an. Bethal Fields, Gangquartier. Sequenz 3, die Suche nach dem Straßenkind, empfohlenes Level 2. Jo, super. Das. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Das werden wir. Tutorial-Charaktere wechseln. Drücken Sie Option, um das Hauptmenü zu öffnen und dann R3, um zwischen Eve und Jacob zu wechseln. Eve bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus ist. Eve und Jacob teilen Geld, EP und Belohnung, verfügen über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Das habe ich schon gemerkt. Klingt sehr interessant, macht mir sehr viel Spaß bis jetzt. Viele neue Möglichkeiten, was noch damals bei Unity nicht drin war, vor allem mit den zwei Charakteren, das Wechseln. Klingt sehr interessant. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaut wieder rein, abonniert mich, empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.